Ja, wir wollen uns heute nochmal etwas anschauen, das Sie tatsächlich genauso auch aus der Schule kennen. Und das ist die Lösung von linearen Gleichungssystemen mit der Gauß-Elimination. Und wir schauen uns das nochmal ganz kurz eben an einem Beispiel an, um uns das ins Gedächtnis zu rufen. Und ich sollte vielleicht vorher sagen, ich werde heute hier in diesen Videos heute vor allen Dingen Ideen versuchen zu transportieren. Und das Ganze ist eine ziemliche Indexschlacht, wenn Sie ganz genau wissen wollen, welcher Index steht wo. Das steht tatsächlich alles im Lernskript. Ich werde Ihnen hier tatsächlich zeigen, wie das Ganze gemeint ist, wie die Ideen tatsächlich funktionieren. Okay, gut. Also, was ist Gauß-Elimination? Wir haben hier ein 3 kurz 3 Gleichungssystem, also drei Gleichungen, drei Unbekannte. Die Gauß-Elimination geht zunächst mal so vor, dass sie die erste Gleichung oben stehen lässt und aus den restlichen Gleichungen versucht, das x1 zu eliminieren, einfach durch Addition der ersten Gleichung. Das heißt also in diesem Fall oder durch Subtraktion eines Vielfachen der ersten Gleichung. Das ist das Richtige. Das heißt also, ich würde hier in diesem Fall zweimal die erste Gleichung subtrahieren von der zweiten und dann steht hier vorne tatsächlich 0x1 und das x1 wäre aus der zweiten Gleichung eliminiert. Okay, was ist das Vielfache hier vorne, das ich abziehen muss, damit da vorne eine 0 hinkommt? Naja, es ist gerade der Quotient aus 6 durch 3, das nenne ich hier vorne L21. Das heißt also, was mache ich in der ersten Zeile? Die lasse ich stehen. Was mache ich in der zweiten Zeile? Ich nehme die zweite Zeile minus ein Vielfaches, nämlich L21 mal die erste Zeile und dadurch sorge ich dafür, dass hier vorne anschließend eine 0 steht und das x1 aus der zweiten Gleichung eliminiert ist. Okay, hier haben wir minus 3x1. Okay, wir machen es wie gerade. Wir nennen L31 in dem Fall den Quotienten aus minus 3 und 3. Und wenn ich tatsächlich jetzt, wenn ich L31 mal die erste Zeile von der dritten subtrahiere, dann steht hier vorne tatsächlich wieder eine 0. Das resultierende Gleichungssystem ist dieses hier. Und im zweiten Schritt lassen wir die ersten beiden Gleichungen stehen. Das Einzige, was wir noch machen wollen, ist, wir wollen aus hier in der zweiten Spalte, also hier unterhalb der Hauptdiagonalen, wenn wir das hier als Matrix sehen, das 3x2 eliminieren. Was müssen wir natürlich tun? Wir müssen diese Gleichung hier mit 3 multiplizieren, davon subtrahieren. Das heißt, wie geht das? Der Faktor, mit dem ich der hier vorne mal nehmen muss, der ist gerade wieder das Element, was hier vorne steht, geteilt durch das Hauptdiagonalelement, gibt 3 durch 1. Und wenn ich jetzt rechne, dritte Gleichung, minus L32 mal die zweite Gleichung, habe ich hier verschrieben, minus L32 mal die zweite Gleichung, dann steht tatsächlich an dieser Stelle hier vorne 0. Und wenn Sie das alles ausrechnen, dann stellen Sie tatsächlich fest, okay, ich bekomme diese bekannte Zeilenstufenform. Wenn Sie das hier jetzt mal als Matrix interpretieren, dann ist unterhalb der Hauptdiagonalen stehen in dieser Matrix dann nur Nullen. Okay, gut. Wie bekommen wir jetzt unsere Lösung? Naja, also in der letzten Gleichung hier vorne kommt ja nur das x3 vor. Das heißt also, das kann ich sofort nach x3 auflösen. Das ist 17 durch 17 gleich 1. Bei der zweiten Gleichung kommen x2 und x3 vor, aber x3 haben wir gerade ausgerechnet, also kann ich das hier auf die andere Seite bringen, bekomme dadurch das x2 und entsprechend hier vorne, da haben wir jetzt x1 und x2 und x3 drin. x2 und x3 haben wir mal gerade ausgerechnet. Das heißt also, ich kann das hier problemlos nach x1 auflösen. Das nennt man auch rückwärts einsetzen aus offensichtlichen Gründen. Ja, also das letzte hier vorne kann ich direkt auflösen und danach setze ich immer das, was ich gerade ausgerechnet habe, in die Gleichung davor ein und kann dadurch die nächste Variable berechnen, genau so wie das hier vorne steht. Okay, das wollen wir zunächst mal algorithmisch ein bisschen beschreiben. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein allgemeines Gleichungssystem AX gleich B. Und ich möchte das schreiben als eine Folge von Gleichungssystemen a1x gleich b1, a2x gleich b2 und so weiter bis anx gleich bn. Und das entspricht genau unserer Vorgehensweise hier vorne. Ich habe das hier mal gelb markiert. Wir fangen an mit einem Gleichungssystem a1x gleich b1. Und dieses Gleichungssystem ist ein modifiziertes Gleichungssystem. Natürlich wieder ein lineares der Form a2x gleich b2. Und das hier vorne ist so ein a3x gleich b3. Und im Allgemeinen müssen wir das machen bis n.
Okay, gut. Das heißt also, das erste Gleichungssystem ist A1x gleich B1. Und naja, aber das ist unser Originalgleichungssystem. Das heißt, ich setze A1 gleich A und B1 gleich B. Was müssen wir jetzt machen? Naja, also wir müssen jeweils aus dem AI das AI plus 1 berechnen, aus dem A1 das A2 berechnen, A2 das A3 berechnen und so weiter. Und natürlich auch auf der rechten Seite die Vektoren mitnehmen. Das heißt, aus dem B1 das B2 berechnen und so weiter. Wie haben wir das gemacht? Naja, also wenn wir das jetzt ein bisschen formalisieren, was wir da vorne getan haben, dann haben wir zur Konstruktion von A2, ups, mal gucken, zur Konstruktion von A2 aus A1 haben wir die erste Zeile hier vorne stehen lassen und auf alle anderen Zeilen da haben wir ein Vielfaches dieser ersten Zeile drauf addiert. Okay, gut. Das heißt im Allgemeinen, wenn ich aus dem AI das AI plus 1 berechnen will, dann übernehme ich die ersten i-Zeilen von A, i und ich übernehme die ersten i-Zeilen von BI schon mal in meine neue Matrix AI plus 1 und BI plus 1. Ja, die ersten Zeilen sind ja bereits fertig, die lassen wir stehen, damit machen wir nichts. In allen anderen Zeilen muss ich was aufaddieren. Und wie dieser Faktor aussieht, das haben wir gerade schon gesehen. Das ist immer ja, das erste Glied, das in dieser Zeile was weg soll. Ja, der Koeffizient, der weg soll, geteilt durch das Hauptdiagonalelement. Und man stellt fest, es ist einfach LJI gleich, naja, die Matrix, die ich gerade ausgerechnet habe, also AI durch AIJI geteilt durch AIII. Das ist genau das Element geteilt durch das Diagonalelement. Ja, das ist der Faktor, mit dem ich oben subtrahieren muss. Dann muss ich diese Subtraktion tatsächlich machen. Das heißt also, ich muss die neue J-Zeile von AI plus 1 ist die alte J-Zeile minus ein Vielfaches ja, dieser I-Iten-Zeile, also gerade der auf der Hauptdiagonale. Okay, und dasselbe muss ich natürlich auch für den Vektor machen. Und dann steht hier vorne allerdings nicht ein Plus, sondern da steht ein Minus. Okay. Gut, damit ist relativ klar, was ich machen muss und anschließend muss ich das Ganze noch rückwärts einsetzen. Das heißt, ich muss jetzt auflösen nach den XI. Ja, und das Ganze, was ich da vorne hingeschrieben habe, jetzt ein bisschen formalisiert, ist genau diese Formel, die hier steht. Sehen Sie sofort, brauche ich jetzt gar nicht drauf einzugehen. Was uns interessiert ist, wie groß ist denn der Konstruktionsaufwand? Das heißt also zum Beispiel, wie groß ist der Aufwand, um jetzt dieses AN zu berechnen? Ja, das heißt, also diese ganzen Zeilenumformungen zu machen, immer Zeilenadditionen zu machen und so weiter. Schauen wir uns das an. Zunächst mal, ich muss das für die Zeilen von 1 bis n minus 1 machen. Denn aus der Matrix A1 konstruiere ich das A2, aus dem A2 konstruiere ich das 3, A3 und so weiter bis zur Matrix AN minus 1 und daraus kann ich dann das AN konstruieren. Das heißt, der Gesamtaufwand ist der Aufwand der einzelnen Operationen einfach nur aufaddiert. Okay, gut, also insgesamt brauche ich also die Summe über alle Konstruktionen, also Summe i gleich 1 bis n minus 1. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie aufwendig ist denn eine Einzelkonstruktion? Nun, im Wesentlichen, was ich tun muss, ist, ich muss einmal hier vorne diesen Quotienten ausrechnen. Das ist der Faktor, mit dem ich die ite Zeile mal nehmen muss, um dann in der J-Zeile eine 0 hinzubekommen. Dann muss ich diese tatsächlich machen, diese Operation, diese Zeilenoperation. Und dasselbe muss ich auch noch auf dem Vektor machen. Okay, zählen wir jetzt insgesamt, um jetzt so eine 0 dahin zu bekommen, wie groß ist der Aufwand dazu? Zunächst mal müssen wir das LJI hier vorne berechnen und das sieht zunächst mal aus, wie als müssten wir für jede Zeile tatsächlich hier und jede Zeile, wo wir eine 0 hinbekommen, müssen wir da tatsächlich eine Division machen. Jetzt ist es so, das hier ist immer dasselbe Element durch das Verteilen und Divisionen sind relativ aufwendig. Deshalb versucht man möglichst diese Divisionen rauszuholen und einfach irgendwo einfach hinzuschieben. Wir teilen immer wieder durch dieselbe Zahl. Da wäre die einfache Idee, naja, dann berechnen wir doch einmal den Kehrwert und anschließend multiplizieren wir einfach nur noch mit diesem Kehrwert und dann ist das hier nicht mehr eine Division, sondern es ist tatsächlich nur eine Multiplikation und einmal am Anfang muss ich hier vorne für den Kehrwert von 1 durch AIX
I durch II ausrechnen. Ja, weil dieser Kehrwert ist immer derselbe, also reicht es, das einmal auszurechnen. Okay, das heißt also, ich habe hier vorne eine Division am Anfang, um das 1 durch AII auszurechnen. Und dann anschließend habe ich hier vorne eine Multiplikation, um tatsächlich dieses LJI, also das Vielfache, auszurechnen. Das heißt, ich brauche schon mal für jede Zeile, wo ich was auf 0 setzen will, brauche ich schon mal eine Operation, nämlich eine Multiplikation, um diesen Faktor LJI auszurechnen. Okay, schauen wir zunächst mal auf das B hier vorne. Da muss ich jetzt ein Vielfaches der i-ten Zeile abziehen von der j-ten Zeile. Das heißt, ich muss erstmal hier vorne einmal multiplizieren mit dem LJI, das wir gerade berechnet haben. Und dann muss ich hier vorne subtrahieren. Okay, das heißt also, ich habe hier, weil das alles Zahlen sind im Vektor, die hier stehen, habe ich also eine Multiplikation und eine Subtraktion. Nun, wir wollen die nicht einzeln zählen. Und eine Begründung dafür ist, dass heutzutage also zum Beispiel Prozessoren im Allgemeinen in der Lage sind, eine Multiplikation und eine Addition oder Subtraktion auf einmal durchzuführen. Ja, das heißt also, das müssen wir nicht einzeln zählen, sondern das passiert praktisch in einem. Und deshalb wollen wir das hier auch tun. Wenn die beiden zusammen auftreten, dann zählen wir die nur als eine Operation. Und so hatten wir jetzt vorhin eine Operation hier vorne bei der Multiplikation. Und jetzt hier eine Operation, weil gleichzeitig hier Subtraktion und Multiplikation auftauchen. Ja, das heißt, das macht uns das Ganze ein bisschen einfacher. Da brauchen wir nicht die ganze Multiplikation und Addition einzeln zu zählen. Okay, das heißt also, ich habe eine oben gehabt, eine Operation hier. Und dann müssen wir diese beiden Zeilen hier noch voneinander abziehen. Wir müssen also zwei Zeilen, die eine Zeile müssen wir mit einem Faktor multiplizieren und dann von der anderen Zeile abziehen. Wie viele Elemente stehen in der Zeile? Da stehen natürlich n Elemente in jeder Zeile. Wir haben es mit n kreuz n Matrizen zu tun. Das sieht jetzt zunächst mal aus, als wären das n Rechenoperationen. Ja, wir müssen ja die ganze Zeile abziehen, es stehen n Elemente drin, also brauchen wir insgesamt n Rechenoperationen. Das stimmt aber nicht, denn wenn Sie mal hier oben gucken, gucken wir nochmal in unser Beispiel, am Anfang stehen ja immer schon Nullen. Ja, wir machen das Ganze ja so, das Ganze ist ja so konstruiert, dass hier vorne nur noch Nullen stehen. Ja, das heißt, diese Matrix A2 hier vorne, die hat hier vorne nur Nullen, die brauche ich natürlich nicht auszurechnen, weil ich weiß, da stehen Nullen. Entsprechend diese Matrix A3, die hat hier überall Nullen und die brauche ich natürlich auch nicht auszurechnen. Okay, wenn ich das nicht ausrechne, heißt das, ich habe viel weniger Aufwand. Und das heißt hier zum Beispiel, um diese beiden Zahlen, um hier ein Vielfaches der, gehen wir an den Anfang, um hier ein Vielfaches der ersten Zeile aufzuaddieren, brauche ich hier das erste Element nicht zu berechnen. Um hier ein Vielfaches der zweiten Zeile aufzuaddieren, brauche ich das Element hier und hier nicht zu berechnen, weil ich sowieso weiß, die sind 0. Okay, das heißt, am Anfang stehen immer i Nullen, die kann ich natürlich abziehen. Das heißt, ich habe hier vorne nicht n Operationen, sondern ich habe tatsächlich nur n minus i Operationen, um diese Zeilen zu addieren. Okay, insgesamt gibt das also eine Summe i gleich 1 bis n minus 1 für den i-ten Schritt. Dann muss ich das für jede Zeile machen, unterhalb der Hauptdiagonalen. Das heißt also Summe j gleich i plus 1 bis n und 1 plus n minus i plus 1 gibt insgesamt, wenn man es aufschreibt, gerade 1 Sechstel n mal n minus 1 mal 2 n plus 5 Rechenoperationen. Okay, das ist jetzt nicht besonders toll und auch nicht besonders einleuchtend. Wenn ich das Ganze ausrechne hier oben, dann lande ich bei n hoch 3 Drittel plus n Quadrat halbe minus 5 Sechstel n. Und auch das ist ehrlich gesagt was ich mir nicht merken kann. Ja? Aber vielleicht muss ich mir das auch gar nicht merken. Denn der Aufwand, das heißt also, wie teuer ist es, wie viele Operationen brauche ich, um so eine Zerlegung tatsächlich herzustellen, um so eine Matrix tatsächlich herzustellen. Nehmen wir mal an, wir haben eine einigermaßen große Matrix. Nehmen wir mal n gleich 1000. Dann haben wir hier vorne stehen ein n hoch 3 Drittel. Das gibt also 1000 hoch 3, das ist immerhin so eine Milliarde. Das heißt, also, das hier vorne steht dann für eine Milliarde Rechenoperationen. Das n Quadrat halbe hier vorne sind eine Million Rechenoperationen, die noch dazukommen, also 1/2 mal eine Million, minus 5 Sechstel mal 1000, also ungefähr in der Größenordnung von 1000. Eine Milliarde ist so groß, dass mich diese beiden Terme hier vorne überhaupt nicht mehr interessieren. Ja? Das ist eine Milliarde plus eine Million. Naja, also das ist
immer noch 1 Milliarde. Stellen Sie sich vor, Sie runden das. Die Größenordnung ist absolut dieselbe. Das heißt also, die Größenordnung wird ausschließlich von diesem Term hier vorne geliefert. Und die restlichen Terme da hinten, die machen es zwar genau, aber zur Einschätzung, wie lange es dauert, so etwas tatsächlich durchzuführen, brauche ich das eigentlich nicht mehr wirklich. Das heißt, für große n ist n hoch 3 Drittel hier vorne so groß, dass mich diese Terme hier vorne nicht mehr interessieren. Und das ist die Bedeutung der Landau-Symbole. Das heißt, man sagt, naja, also wir haben hier vorne einen Leitterm n hoch 3 Drittel und dazu kommen noch so ein paar Terme, die so klein sind, dass sie in der Größenordnung sich abschätzen lassen durch n Quadrat. Das heißt also, die sind irgendwie in der Größenordnung von Konstante mal n Quadrat. Die Kurzschreibweise dafür ist gerade n hoch 3 Drittel plus O von n Quadrat. Bedeutet einfach nur, der wahre Term ist n hoch 3 Drittel plus irgendwelche kleinen Terme, die sich abschätzen lassen durch eine Konstante mal n Quadrat. Die genaue Definition dafür finden Sie wieder im Lernskript. Beispiel für diese Groß-O-Notation, n Quadrat halbe minus 5 Sechstel n. Beide Terme, die hier vorne stehen, lassen sich abschätzen vom Betrag her durch c mal n Quadrat. Das heißt also tatsächlich, das hier ist ein O von n Quadrat. Der Term Sinus von n, naja, der Sinus liegt zwischen minus 1 und 1. Der Betrag davon ist mit Sicherheit kleiner gleich Konstante mal 1. Und ich kann die Konstante sogar als 1 wählen. Und das heißt tatsächlich, das ist ein Groß O von 1. Im Skript ist auch beschrieben, man definiert das nicht nur für große n, sondern auch für kleine h. Und schauen Sie sich das einfach dadurch an. Okay, Quintessenz ist also die Anzahl der Rechenoperationen, der Aufwand, um diese Zerlegung, um diese Zeilenstufenform herzustellen, ist zunächst mal n hoch 3 Drittel plus o von n Quadrat, also um dieses einfach vereinfachte Gleichungssystem herzustellen. Damit habe ich noch nicht die Lösung. Ich muss ja noch rückwärts einsetzen, aber auch das finden Sie im Skript fürs rückwärts einsetzen. Das ist relativ einfach. Da brauchen wir nur n Quadrat halbe plus o von n. Okay, gut, das müssen wir jetzt einschätzen und das werden wir im nächsten Abschnitt tun.